Sparnberg, ein Dorf an der Saale mit einer besonderen Geschichte. Das Leben hier war viele Jahre von der deutschen Teilung geprägt. Hier galt das Grenzregime der DDR. Das Dorf war eingesperrt zwischen Zäunen und Mauern, für Außenstehende kaum vorstellbar. Hier drin habt ihr gelebt, da konnte man doch nicht leben. Wir haben das eigentlich im Nachhinein auch immer erst besser begriffen, was das eigentlich bedeutet hat, was das für Schikanen und für Maßnahmen waren. Die konnte erkennen, wer auf der Transitstrecke nach Berlin unterwegs war. Vom bayerischen Rudolfstein nur einen Katzensprung entfernt, war das eingemauerte Dorf von der Autobahn aus unten im Saaletal zu sehen. Sparnberg gehörte in der DDR zum Kreis Schleiz. In der Kreisstadt saß die regionale Verwaltung. Der Westen jenseits der Saale war unerreichbar. Eine schwierige Situation, denn bis zur Teilung Deutschlands war Sparnberg nach Bayern ausgerichtet. Die Einwohner mussten sich umstellen, so wie Achim Baumann, der 1934 in Sparnberg geboren wurde. Ich als Kind weiß nur, wir sind alles nach Westen. Neilerhof, das war unser Einkaufs- und Markt, wo wir eigentlich zu tun hatten. Mein Vater, der hatte damals schon ein Auto gehabt, da hat die Leute immer ins Krankenhaus gefahren oder an Zug und so. Und Schleiz habe ich überhaupt nicht gekannt als Kind. Das kam dann erst, wie die Grenze kam, mussten wir nach Schleiz. Das war für mich Neuland hier. Eine Brücke verband Sparnberg mit dem bayerischen Rudolfstein. Doch die wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs von der Wehrmacht gesprengt. Nur Fußgänger konnten sie danach noch benutzen. Die gesprengte Brücke, die war ja zum Teil wieder wie ein Fußgängerweg aufgebaut. Und dann standen auf der bayerischen Seite standen die Amerikaner, hatten so eine kleine Hütte gebaut drüben, wo sie ihre Posten drin hatten. Und bei unserer Seite waren die russischen Soldaten. Und dann haben diese natürlich auch ein bisschen verbrüdert und ein bisschen getauscht hin und her. Und das hat den Obersten natürlich nicht gefallen, dass sie hier sich verbrüdern oder Handel miteinander treiben. Und dann haben sie dann den Fußgängersteig weggerissen und dann später ist dann die ganze Brücke noch weggerissen worden. Zunächst versuchten die Siegermächte gemeinsam, das kriegszerstörte Deutschland zu verwalten. Die Machthaber störte aber nicht nur der Austausch zwischen den Besatzungssoldaten, sie wollten auch keine provisorischen Übergänge zwischen den Zonen. Im allgemeinen Durcheinander nach Kriegsende waren sie schwer kontrollierbar, so wie in Sparnberg. Es ist zu dieser Zeit, in der direkten Nachkriegszeit, eine extrem mobile Gesellschaft. Das bedeutet, es sind ja haufenweise Leute unterwegs. Also die ganzen freigelassenen Lagerhäftlinge, die Zwangsarbeiter, die mit einmal nicht mehr unter Zwang stehen, sondern auch frei sind. Die ersten freigelassenen Wehrmachtssoldaten, die ganzen Nazi-Bonzen, die versuchen unterzutauchen, sich mit falschen Namen irgendwo herumschlagen. Und dann natürlich auch die Zivilisten, die verschickt waren wegen der Bombardierung und so weiter. Und all das flutet jetzt in Deutschland herum auf der Suche nach Essen, Verwandten, auf der Suche nach auch einem trockenen Unterschlupf zum Teil einfach nur. Und damit mussten die Alliierten zurechtkommen. Das heißt, sie hatten ein Grenzregime in der ersten Zeit nach dem Krieg, die ersten Jahre, die eigentlich von allen Alliierten noch gemeinsam getragen wurde. Und das darauf gerichtet war, genau zu kontrollieren, welche Grenze der Besatzungszone übertritt wer, und da eine Kontrolle drüber zu haben und es nach Möglichkeit auch zu vermeiden, weil das aufwendig ist. Ein echtes Hindernis ist die Saale damals wie heute nicht. Und die Trennung scheint zunächst nur vorübergehend zu sein. Das friedliche Leben kommt nach dem Krieg allmählich wieder in Gang. Die Bewohner arrangieren sich und machen das Beste daraus.
als Jugendliche, wir sind jede Woche nach Spornberg zu Tanz gegangen. Da war immer was los im Dorf. Also nicht immer, aber so alle 14 Tage war Tanz im Saal. Ja, nur von hier, von den umliegenden Dörfern, ja, alles zu Fuß, gell? Die neue Zeit beginnt in der DDR mit einer Landreform. In Spanberg wird der Großgrundbesitz, das Rittergut, unter den sogenannten Neubauern aufgeteilt. Ich bin 1950 nach Spanberg gezogen. Und mein Mann, der hatte mit seiner Mutter ein Neubauernhaus gebaut damals, so ein Siedlungshaus. Und da war ich in der Landwirtschaft dann. Hat früher von Bauern keine Ahnung. Das war hart, war ganz schwere Arbeit, kann man sagen. Gell? Und ja, man musste sich halt, soll ich nicht sagen, also man musste halt schauen, dass man was draus gemacht hat. Gell? Hat jeder ein paar Hektar Land gekriegt vom Rittergut um und ein bisschen Vieh, ein paar Kühe und so. Und dann ging das halt los. Da musste halt früh um 5 aufstehen für Kühe melden. Die Milch musste runter ins Dorf getragen werden, gell? Mit den großen 10 Liter Kannen. Und da waren die Kinder da, also man hatte von früh bis an zu tun. Die Aufteilung des Landes ist nur ein erster Schritt. Die Kollektivierung der Landwirtschaft in der DDR beginnt Anfang der 50er Jahre. Die Bauern sollen sich zu Genossenschaften zusammenschließen und Spanberg wird ein sozialistisches Vorzeigedorf. Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Volkes hatten die Bauern nun ihre eigene Massenorganisation. Der Ort hier war ja dann gleich voll genossenschaftlich als erster Ort im Kreis. Und da konnte man sich hier auch nicht mehr. Es war bis zuletzt, hat sich der Vater noch gestemmt, aber das hat dann nichts geholfen. Und die alten Leute, die eingesessenen Bauern, die wollten da am Anfang nicht gleich zustehen oder zu der LBG hin. Aber zum Dieb 1 sind sie dann eben alle gegangen und dann später eben hat sich das dann eben entwickelt, dass der ganze Ort Dieb 3 geworden ist. Wie in vielen Dörfern entscheiden sich die eingesessenen Bauern zunächst für die Genossenschaft des Typs 1. Jeder behält noch sein Vieh. Die Neubauern, die ohnehin kaum über die Runden kommen, schließen sich gleich Typ 3 an, bei dem alles gemeinschaftlich bewirtschaftet wird. Dieb 1, die hatten das Vieh noch zu Hause gehabt. Und die Dieb 3, die hatten, war schon einen Stall gebaut. Und die haben dann ihr Vieh gemeinschaftlich betrieben. Dann. Zur selben Zeit bemüht sich die DDR, ihre Grenze abzuriegeln. Noch nicht ganz erfolgreich. 1952 verändern sich mehrere Dinge. Das erste ist, dass die Grenze systematisch und durchgängig befestigt werden soll. Das heißt, die Vorstellung ist, dass von der Ostsee 1400 Kilometer lang bis an die tschechische Grenze ein durchgehender Zaun gezogen wird. Wir haben 53, etwa 30.000 Mann Grenzpolizei. 30.000 Mann auf 1400 Kilometer. Sie haben Krankheit, sie haben Ausbildung und so weiter. Das heißt, sie haben etwa 2-3 Mann pro Schicht auf einem Kilometer Grenze, die kaum gesichert ist. Das bleibt durchlässig und die Leute nutzen das auch. Die Einheimischen kennen die Schlupflöcher und wagen immer wieder den kleinen Grenzverkehr. Das war hier vorne, wo die Mühle stand, da war das Wehr, das was heute ja auch noch ist. Aber da war der Durchlass vor der Mühle war noch, das war eine Überbrückung zum Wehr. Und da sind wir immer da drüber gestiegen und sind dann durch die Säulen übergemacht. Das war eigentlich für uns kein Hindernis hier im Ort. Wir haben uns da ausgekannt. Und wenn sie mal die Posten, haben wir ja mal absolviert, wenn die Posten mal gerade an der anderen Ecke waren vom Dorf, dann haben wir dann eben wieder rüber gemacht. Meine Schuhe gab es ja auch nicht. Da habe ich mir meine Schuhe noch drüben geholt, beim alten Schuster, den wir schon gekannt haben. Dann wird nicht nur die Grenze abgeschottet. Über alle Siedlungen in einer Lage wie Spanberg werden Einschränkungen verhängt. Das heißt, man darf Veranstaltungen müssen angemeldet werden. Alles, was öffentlich ist, das kann auch eine Hochzeit sein oder eine Kirchweih oder sowas. Und das muss früh zu Ende sein. Es gibt ein Aufenthaltsverbot im Freien, im Dunkeln. Das heißt, im Winter muss man um 5 Uhr ist der Schluss mit öffentlichem Leben. Sie müssen Besuche genehmigen lassen. Der Zuzug ist genehmigungspflichtig. Und das bedeutet auch,
dass alle Leute, die da wohnen, sich genehmigen lassen müssen, dass sie dort weiterhin wohnen dürfen. Und das wird auch nicht gemacht. Da gibt es dann eine große Welle von Zwangsaussiedlungen mit etwa 8.500 Leuten, die dann zwangsweise in andere Gebiete in der DDR gebracht werden. Etwa 3.000 Leute entziehen sich diesen Sachen durch Flucht in den Westen. Auch in Spanberg sollen Menschen 1952 ihre Heimat verlieren und ins Hinterland ausgesiedelt werden. Die erste Aussiedlung war hier im Ort, die war 52. Und da sind ja alle, die das erste Mal ausgesiedelt werden sollten, sind alle zusammen nachts über die Grenze nach Bayern gemacht. Und dann ist anschließend natürlich dichter gemacht worden, und damit es nicht mehr passiert. Leben, Lieben und Arbeit im Dorf verändern sich durch die besondere Abschottung einschneidend. Helmut Glück kommt von außerhalb und verliebt sich in die Tochter eines Spanberger Imkers. Ende der 50er Jahre habe ich meine Frau hier in Spanberg kennengelernt und wollte hier nach Spanberg. Und das war gar nicht so einfach, denn mir hat auch schon zu dieser Zeit einen Passierschein gebraucht. Einmal war die Volkspolizei zu einer Sprechstunde hier und da habe ich mein Anliegen vorgebracht. Und da sagte der eine beisitzende Volkspolizist, für solche Späße hier auf der Heirat zu gehen, gibt es keinen Passierschein. Die Grenzbefestigungen an der Saale werden verstärkt. Der Bundesgrenzschutz fotografiert von der Westseite, wie entlang der Straße zum Nachbardorf Pottiger ein Zaun gebaut wird. Die Straße wird gesperrt. Ein zusätzlicher Zaun trennt Spanberg jetzt sogar vom eigenen Hinterland. Einen einzigen Zugang hat das Dorf noch und der wird streng kontrolliert. Zuletzt war ja ein Zaun rund um Spanberg mit Tor am Eingang oben an der Geritzer Straße. Das Tor war natürlich versperrt. Man musste es auch als Einwohner immer sein Ausweis vorzeigen, ob man einmal, fünfmal oder zehnmal rein und raus ist. Die Grenzer haben uns zwar gekannt. Ich bin festgenommen worden, weil ich meinen Ausweis beim fünften Mal, wo ich raus und rein gefahren bin, hier oben nicht mehr zeigen wollte. Ich habe gesagt, du kennst mich doch, ich bin doch jetzt schon fünfmal raus und rein gefahren. Hat er mich festgenommen. Der Alltag im Dorf wird kompliziert. Das, was man zum Leben braucht und was heute geliefert werden kann, ist damals oft schwierig zu beschaffen. Spanberg ist weitgehend isoliert. Das Grenzregime der DDR nimmt keine Rücksicht. Es gibt ganz erhebliche Schwierigkeiten. Es gibt Berichte, dann ist sagen, ja, der Arzt, der für uns zuständig ist, der nächste Arzt, der wohnt in dem Nachbarkreis. Und immer, wenn wir hier einen Notfall haben, kommt die nicht. Es ist sowieso, also man sagt so, ja, Zuzugsgenehmigung und Besuchsgenehmigung, das ist schon schlimm genug tatsächlich. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Notfall und der Rettungswagen kommt. Und dann kommt er eben eventuell nicht, weil die Leute nicht überprüft sind und nicht hineinfahren dürfen. Es hat multiple Schwierigkeiten für den Alltag, weil Leute, bestimmte Gebiete nicht betreten dürfen und andere nicht heraus können. Traditionen, die das Landleben prägen, Feste, Familienfeiern, Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen, sind mit gewaltigen behördlichen Schwierigkeiten verbunden. Verwandtenbesuch, das war eben, musste man sich 4 Wochen vorher einen Passierschein einreichen. Und da ist dann drüber beraten worden und dann hat man mal einen Passierschein gekriegt oder manchmal auch nicht, je nachdem. Nachts wird die Absperrung zum Hinterland einfach dicht gemacht. Pech hat, wer dann noch nach Spanberg hinein will.
Ne, die erste Zeit war ich im 9., dann später war ich im 10. Sperrstunde hier. Und früh, also Sonnenaufgang, Sonnenuntergang hieß es. Und dann musste man sich eben dann die Zeit nachts vertreiben, bis man früh wieder rein konnte. Das ist vor allem für die Jugend ein Problem, die sich ja auch mal in den Nachbardörfern vergnügen will. Ja, das ist einmal passiert, war ich zu spät. Aber mit Schulkameraden war ich da zu Tanz. Und da sind wir oben in der Kaserne in Lehesten sind wir eingesperrt worden, bis zu früh um 5. Und dann durfte man wieder raus. Da war ich so 15, 16. Ja, und wir haben einen Raum gekriegt, wo wir uns aufhalten konnten. Und nicht, dass wir im Gefängnis waren. Wir haben einen Raum gekriegt, wo wir uns aufhalten konnten. Und dann um 5 haben sie uns gehen lassen. Allerdings gibt es ein paar Dorfbewohner, die sich nicht einmal von der deutsch-deutschen Grenze aufhalten lassen. Zu der Zeit, wo es noch nur Stacheldraht war, da sind also aus Spannberg die Gänse gern auf die Saale zum Schwimmen und dann zum Ausruhen auf Westufer. Und mein Nachbar, der hatte, wir sagen Truthühner, also so Buten, so was Ähnliches. Und es war was Wunderbares für diese Truthühner, über dieses Saaletal drüber zu schweben und dann drüben in Spamberg zu landen. So, und wenn die da drüben gelandet sind, dann hat es meistens ein Stück gedauert und dann waren die verschwunden. So, und dann mein Nachbar, der ist dann an die Grenze, also an die Saale hingegangen und hat also dann nach drüben geschrien, also wenn innerhalb einer Stunde meine Truthühner nicht wieder hüben sind, fange ich morgen alle Gänse, die da hüben bei uns an der Saale entlang laufen. Und dann hat es eine Stunde gedauert und dann waren die Hühner wieder da. Die Lage in der Saale-Schleife hat noch einen weiteren Effekt. Vom hochgelegenen, gegenüberliegenden Ufer ist das Dorf gut einzusehen. Wie auf dem Präsentierteller liegt es da. Filmer, Fotografen, Bundesgrenzschutz und wer auch immer können fast jede Bewegung beobachten. So können in Spanberg auch die nächsten Ausbaustufen der Grenzbefestigungen besser als anderswo dokumentiert werden. Das kleine Dörfchen wird zum Indikator für den Stand der deutschen Teilung. In den 60er Jahren wird in Spanberg die Grenze weiter aufgerüstet. Nachdem im August 1961 die ersten Sperren in Berlin gebaut sind, fängt es sofort an, dass die auch an der innerdeutschen Grenze die Grenzsperren deutlich ausbauen. Der Zaun, der bis dahin ein einfacher Stacheldrahtzaun ist, ersetzt durch einen Steckmetallzaun. Der ist höher, der ist überklettungssicherer, der ist verletzungsintensiver. Sie haben als zweites dann die Installation der sogenannten Selbstschussanlagen in den 70er Jahren. So sehr das Grenzregime das Leben auch einschränkt, es wird doch zum Alltag und die Spanberger gewöhnen sich daran. Das Leben geht seinen Gang, aber immer wieder regt sich auch Missmut unter den isolierten Bewohnern. Als ich Wolfgang kennengelernt habe, mein Mann, also da habe ich dann gemerkt, Grenzen, dass es nicht so schön ist. Weil er war Kreis Lobenstein, ich war Kreis Schleiz. Wir haben immer Passierschein gebraucht, dann haben wir keinen bekommen, weil wir waren nicht verheiratet. Dann mussten wir auch oft sagen, kriegen wir einen Passierschein oder nicht. Da haben wir erst mal gemerkt, was die Grenze ist. Ja, wir wurden damals eigentlich zur Heirat gezwungen, wenn man zusammenziehen wollte. Denn um diese Passierscheinzeit von sich zu lassen, musste man dann schon heiraten. Und wir haben dann abwarten müssen, bis meine Frau volljährig war, mit 18. Ich war 19 und da haben wir also jung geheiratet. Aber wie gesagt, dann danach begann halt das Leben ohne Passierschein. Wo der Zuzug war und da war. Ohne Heirat hätte man den nicht bekommen.
Mit ein bisschen Glück wurde aber auch schon mal eine Verlobung akzeptiert, um den Zaun für einen Partner oder eine Partnerin aus einem Nachbardorf durchlässig zu machen. Der Spanberger Udo Walter erlebt hautnah, wie schwierig es in dieser Zeit ist, sich außerhalb der Absperrung nach Mädchen umzusehen. Das Problem, wenn man mehr wechselnde Freundinnen hatte, konnte man halt nicht jede dritte Woche wieder einen Passierschein beantragen von der Verlobung. Das ist dann irgendwann aufgefallen. Gänzlich untersagt ist jeder Kontakt mit dem Westen. Besuch von dort ist in Spanberg überhaupt nicht möglich. Doch die spezielle Lage des Dorfes erlaubt wenigstens Sichtkontakt zu den Verwandten, die in den Westen geflohen sind. Meine Oma ist ja mit ausgesiedelt worden damals. Und diese damals war die Tante noch hier, die ist auch mit ausgesiedelt worden. Jetzt waren die da drüben und mittlerweile hatte ich eine Freundin wir waren schon verheiratet. Und da waren wir auf dem Berg oben gestanden und die waren da drüben gestanden. Und da haben die gewunken, hier war ja das Winken verboten, wir sollten ja nicht keinen Kontakt aufnehmen mit dem Westen. Aber man hat es dann doch versucht und da hat meine Mutter, da war damals auch mit auf dem Berg oben noch. Und da hat die dann doch zur Oma geschrien, hier, das ist ein Achim seine Frau. Die hat sie noch nie gesehen gehabt. Von der Westseite ist kaum ein Kontakt möglich. Da bleibt dann oft nur der Blick auf die Gräber der verstorbenen Verwandten. Für die Spanberger ist schon ein bisschen Winken und Rufen riskant. Meine Mutter war nach einer schweren Krankheit bei ihren Eltern in Bremen geblieben. Und hier, wir haben nach Bremen, mein Bruder und ich, keine Zureise bekommen oder dass man überhaupt mal zu Besuch fahren konnte. Und hier gab es einmal ein Zusammentreffen über der Mauer drüber. Haben nach drüben gewunken und meine Mutter war drüben in Rudolfstein und hat dort quasi rübergewunken. Da gab es noch ein paar Worte und ja, dann war es eigentlich schon vorbei, weil dann Grenzer aufmerksam geworden sind. Viele Jahre wird Wolfgang Rau seine Mutter nicht mehr wiedersehen. Spanberg auf dem Präsentierteller lockt regelmäßig Zaungäste auf der Westseite an. Das nutzt die DDR, um sich für die Zuschauer auf dem gegenüberliegenden Ufer zu inszenieren. Also der 1. Mai-Umzug hier in Spanberg, da war immer was Besonderes. Es war immer so, dass hier mit einer Blaskapelle rumgelaufen wurde und immer schön die Grenze auf und ab, ja, dass es auch wirklich von drüben gesehen wird, dass die Leute hier also ihre Gesinnung dort, also dass sie gefestigt sind in ihrem Glauben an den Sozialismus, wie es damals gesagt wurde. Gell. Die demonstrative Entschlossenheit der Spanberger verfehlt ihre Wirkung nicht. Auf der anderen Seite in Rudolfstein ist man beeindruckt. Weil ja die Leute, die da an der Grenze geblieben sind, auch von der Überzeugung schon fast hundertprozentig hinter der DDR standen. Alles, was kritisch war, ist ja sowieso ins Landesinnere verschafft worden. Doch das entspricht nicht ganz der Lage in dem Dorf an der Grenze. Wir haben erstmal Leute oder Familien, die dort schon lange wohnen. Also alle Leute, die schon mal politisch auffällig geworden waren, die waren tendenziell schon mal weg. Das heißt nicht, dass sie dann nur Linientreue dort gehabt haben, sondern sie haben eher die Leute, die sich dann gezwungenermaßen zum Mitmachen entschlossen haben. In dem sorgfältig überwachten und eingezäunten Grenzdorf gilt noch mehr das, was viele in der gesamten DDR empfinden. Man musste sich zwangsläufig irgendwie den ganzen Dingen hier anpassen. Sehr aufmucken konnte man nicht, hat sich auch niemand getraut.
Wenn man gegen Strom schwimmt, geht man unter. Und das ist hier genauso gewesen. Ein Landstrich, abgeschnitten von der Welt. Und doch mitten in Deutschland. Unmittelbar neben Spanberg verläuft die Autobahn München-Berlin. Lange hat man sie zu DDR-Zeiten nicht befahren können, denn die Autobahnbrücke über die Saale war im Krieg gesprengt worden. Der Verkehr musste viele Jahre auf Landstraßen umgeleitet werden. Die Autobahn war von beiden Seiten eine tote, gut bewachte Sackgasse. Ein scheinbar unlösbares deutsch-deutsches Problem, denn damals redeten die beiden Regierungen nicht miteinander. 1961 beginnen Verhandlungen und man findet schließlich eine Übereinkunft. Der Osten baut, der Westen zahlt. Politisch besonders heikel ist der Bauzaun auf Westseite, der die Bauarbeiter Ost an der Flucht hindert. Die Spanberger nutzen die Bauarbeiten auf ihre Weise. Da ist ja dann viel Baumaterial angefallen unten auf der Brücke. Das haben wir alles raufgeschafft und haben Stolter mitgebaut. Schotter und Steine, und da ist ja Felsen weggemacht worden. Und die ganze alte Brücke, das da war mit Schotter befüllt. Da ist alle rausgekommen und neuer rein. Und das haben wir alles abgegriffen. Billig Stall gebaut. 1966 wird die Brücke feierlich eröffnet. Punkt 12 Uhr passierten der Berliner Bürgermeister und mit ihm zahlreiche Privatfahrzeuge die Saalebrücke, über die damit seit 21 Jahren zum ersten Mal wieder der Verkehr rollt. Das ist ein Präzedenzfall, im Westen durchaus umstritten. Denn jede Übereinkunft könnte als eine Anerkennung der DDR als eigener deutscher Staat gedeutet werden. Spanberg liegt nach der Autobahneröffnung direkt neben einem der wichtigsten innerdeutschen Grenzübergänge. Das kleine Dorf ist nicht nur eingezäunt, in der Umgebung sind jetzt überall auch Grenztruppenkompanien stationiert. Die meisten dieser Grenzer, die wir aus Film, Funk und Fernsehen kennen, sind Wehrpflichtige. Viele von denen machen dies auch nicht gern. Einige schon, einige finden das auch richtig, einige finden das gut, aber viele gehen da eher so nolens volens hin. Mit den Dorfbewohnern haben sie nicht viel zu schaffen. Es gab teilweise Kontakte, wenig, muss man ehrlich sagen. Die waren sicherlich angehalten, auch nicht mit der Zivilbevölkerung so sehr in Kontakt zu treten. Außerdem, DDR-Soldaten haben wenig Ausgang. Sie kommen nur selten aus ihren Kasernen. Die haben ja nicht mal in die Dorfkneipe gehen können. Ne, da wird man natürlich sich vorstellen, da dürfen nur in Uniform raus, wie man da angeschaut wird. Die werden einfach von den Dorfburschen verprügelt. Wenn die, dann gehen sie halt nur in größeren Gruppen, dann gibt es richtige Massenschlägereien und sowas. Solche Sachen kennen wir tatsächlich. Das von allen Seiten ohnehin eingesperrte Dorf wird dann auch noch eingemauert. Zur Saale gab es für die Einwohner überhaupt keinen Zugang mehr. Es war vom Bärenwinkel, sagen wir, bis runter zum Dorf, Ende Dorfanger, war eine Mauer, wie die Berliner Mauer. Wenn sich das, manche glauben das gar nicht, dass hier so eine Mauer irgendwie stand, aber das war dieselbe Mauer, die auch in Berlin stand. Und vor der Mauer war noch ein Signalzaun und zwischendrin der Grenzstreifen. Und außerhalb des Ortes gab es den Streckmetallzaun. Die Häuser reichten einst bis direkt ans Saaleufer. Das gilt jetzt als untragbares Sicherheitsrisiko. Die Häuser müssen weg. An der Saale sind ja dann auch verschiedene Häuser abgerissen worden, um den Zaunbau, Schussfreiheit zu schaffen für die Grenze. Und da war alles, was unterhalb der Straße lang gewohnt hat, die sind alle abgerissen worden.
Nur wenige Dörfer in der DDR liegen so dicht an der Grenze. Sie sind verlockend für die, die weg wollen. Fluchtversuche bleiben bis zuletzt nicht aus. Der letzte Grenzdurchbruch, das war dann schon später. Da war schon der feste Zaun und war hier oben auf dem ehemaligen Rittergut. Da waren zwei Zäune ganz eng zusammen und da sind Hunde gelaufen zwischendurch. Und da hat es ein Mann, der hat sich hier, der kam von Halle oder eine Familie und hat hier im Stall Arbeit gesucht. Er hat damals hier gearbeitet und der hat es dann eben ausspioniert und hat sich vom Nachbarn eine Leiter gebeugt, wollte sein Dach reparieren angeblich. Und nachts ist er mit der Leiter über den Zaun. Die Hunde sind unten gelaufen, der ist oben drüber und sind hinten runter und sind nach dem Westen fort. Wer den Grenzern entkommt, wird in Rudolfstein freundlich aufgenommen. Dann stand plötzlich ein Spamberger bei uns mitten im Dorf. Der ist dann mit der Leiter über die Saale. Und dann hat man erst mal zum Gasthaus Vogel eingeladen, zum Essen und Trinken. Und dann war er ein paar Tage bei uns im Dorf. Der hat dann auch Verwandtschaft gehabt. Auch die Bewohner des Grenzgebiets sollen in die Verhinderung von Grenzdurchbrüchen einbezogen werden. Die haben in den 80er Jahren dann noch mal ein weit aufgefächertes Netz von sogenannten Grenzsicherheitsaktiven, wo die Leute selber an der eigenen Überwachung, der Überwachung des Grenzgebiets sich beteiligen sollten. Also das müssen Sie sich so vorstellen, dass Sie haben zum Beispiel eine Schule in Grenznähe und da sind dann ein paar Lehrer und vielleicht ältere Schüler, die bilden dann so ein Grenzsicherheitsaktiv und die passen dann zum Beispiel auf, dass abends keine Leiter herumliegt, die man zur Flucht benutzen kann. Sie haben so ein Aktiv zum Beispiel in der Forstverwaltung, die passen auf, dass abends alle Fahrzeuge ordentlich abgeschlossen sind, vor allen Dingen schwere Fahrzeuge, die man zum Durchbrechen dieser Zäune vielleicht verwenden könnte. Und wie überall auf dem Land, das hat eine lange Tradition, es ist nicht nur DDR-spezifisch, gibt es eine gewisse Neigung zu sagen, naja, wenn es die Fremden betrifft, da schauen wir schon mal. Spanberger Kinder auf dem Weg zur Schule. Es sind nicht mehr viele. Seit 1966 gibt es keine Schule mehr im Dorf. Die Einwohnerzahl ist von 450 bei Kriegsende auf heute 160 gesunken. Es sind viele weggezogen, die hier keine Perspektive gesehen haben. Sie sind eben rausgezogen, wo die Betriebe waren, wo sie gearbeitet haben und im Freier sich bewegen können wie hier im Grenzgebiet. Die Kinder sind damals weg, zu DDR-Zeiten schon, durch die Grenze. Gell? Und wir haben erfahren, es kommt nicht wieder. Vielleicht ist das zu DDR-Zeiten durchaus beabsichtigt. Es gab Gerüchte, dass die Spanberger mal alle raus müssen und irgendwo in einen Wohnblock untergebracht werden. Das hat man erzählt, aber genau das wusste man nicht. Es waren ja hier die Orte Fenzgau und Spromberg, waren ja die zwei einzigen dann noch, die im Schutzstreifen lagen. Und es durfte ja auch jahrelang nichts gebaut werden in den Orten. Und es war eben darauf hinzuschauen, dass der Ort ausstirbt. Während das DDR-Dorf langsam ausblutet, hat sich auf der Westseite die Tradition entwickelt, ein Ständchen als Antwort auf die Spanberger Aufmärsche nach drüben zu schicken. Auch die Westler verstehen sich aufs Inszenieren. Ja, und dann kam halt irgendwann einmal dieses Fernsehteam nach Rudolfstein. Und dann hat es gesagt, also, wir machen da ein Konzert an der Grenze. Die Aktivitäten auf dem Westufer werden in Spanberg von den meisten geschätzt. Es war trotzdem auch ein gewisser Stolz da, dass wir ausgerechnet in einem Dorf wohnen, wo von Westen aus gefilmt wurde, also was ein gewisses Interesse dort hervorgerufen hat. Also ich war da in gewisser Weise stolz drauf. Wir haben das auf alle Fälle gehört. Ich weiß das noch genau, dass gegenüber die Kapelle aus Rudolfstein gespielt hat. Und naja, man hat es schon als sehr schöne Geste empfunden, um mal so zu sagen.
Am 1. Mai 1978 sieht alles nach der üblichen Routine aus. Die Rudolfsteiner haben schon einige Tage zuvor ihr Ständchen gebracht. Die Spanberger marschieren zu Klängen der Oschitzer Feuerwehrkapelle. Dann machen sich die Musiker auf in die Dorfkneipe. Doch vor der Gastwirtschaft bleiben sie plötzlich stehen. Sie greifen nochmal zu ihren Instrumenten und spielen das Kufsteinlied als Gruß an die andere Seite. Wann soll denn das kommen? Im ersten Programm? Für einen Augenblick ist das Kontaktverbot durchbrochen. Und das wurde natürlich von dem, der gegenüberstand, aufgenommen. Und das kam, so wurde mir wenigstens gesagt, oder uns gesagt, abends in der Münchner Abendschau kam das schon, dass da das Kufsteinlied gespielt wurde und viele Leute vor der Gaststätte waren. Wiedersehen! Die Spontanaktion bleibt nicht ohne Folgen. Für die Blaskapelle, die durften wohl ein Jahr dann nicht hier rein. Doch noch wird sich viele Jahre in Spanberg nichts wirklich ändern. Selbst die Umwälzungen am Ende der DDR dringen zunächst nicht bis in das eingesperrte Dorf vor. Schon in der Nacht setzte am Grenzübergang Rudolfstein bei Hof der Ansturm von DDR-Besuchern ein. Bis 5 Uhr passierten allein an dieser Stelle 60.000 Menschen die Grenze. An vielen Stellen wird der Zaun an der innerdeutschen Grenze geöffnet. Und in Spanberg? Ich habe das gar nicht mitgekriegt und gehe dann zum Wolfgang und frage, was ist denn hier los? Und er hat gesagt, die haben die Grenzen aufgemacht. Das hat man die ersten Tage gar nicht begreifen können. Noch immer herrscht in Spanberg Grenzroutine. So, als wäre nichts geschehen. Noch weiß niemand, wie sich die Dinge entwickeln werden. Und die Grenze erfüllen weiter ihre Pflicht. Da hat man in Spanberg eigentlich noch gar nichts gemerkt. Da war das Tor oben am Eingang. Und durfte auch die ersten Tage niemand rein nach Spanberg. Da war noch der Grenzer dort gestanden und war noch alles dicht. Die Mauer ist zwar schon von einigen angehauen worden, aber so Großes hat sich hier noch nicht bewegt. Von neuer Freiheit keine Spur. Also hier war immer noch zu. Also dieser Schutzstreifen war immer noch bewacht, genau wie vorher. Der war immer noch für niemanden zugänglich. Das hat ungefähr, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber es hat ungefähr einen Monat angehalten, das Ganze. Da gab es sogar noch eine Szene, da sind wir mit Mopeds und Autos hier Richtung Bodega gefahren, dort an den Grenzzaun, das war ja Spanberg, war ja komplett umzäunt. Wollten uns das halt alles mal anschauen und unsere neue Freiheit genießen. Und da ist sogar noch mal Jagd auf uns gemacht worden. Da kamen die Grenztruppen mit mehreren Fahrzeugen und wollten uns festnehmen. Wir haben dann also wirklich gesagt, also wenn ihr uns hier festnehmen wollt, müsst ihr uns erschießen. Ja, und dann sind sie abgedreht und sind fortgemacht. Schließlich fällt der Zaun, der Spanberg von der übrigen DDR trennt. Es kommt zu Verbrüderungsszenen zwischen Grenztruppen und Dorfbewohnern. Wir haben uns gemeinsam fotografieren lassen, sind auf dieses Armeefahrzeug da hochgestiegen und haben also eine richtige Party gefeiert, eine richtige Eröffnungsparty, sagen wir mal. Dann kamen noch einige Leute, die dann raus und rein sind, die haben gegrüßt und alles und wir haben einen Spaß gehabt. Also das war richtig, richtig klasse. Und die Grenzer, die fanden das natürlich auch toll, die dort ihre letzte Schicht gemacht haben. Also es war ein klasse Erlebnis. Die Wächter feiern mit den Bewachten das Ende der Bewachung. Es
Sie müssen sich so eine Situation mal vorstellen. Sie sind für die Überwachung Ihrer Landsleute da vor Ort. Sie sind 17, 18 Jahre, wehrpflichtig, kommen aus, weiß ich nicht, Cottbus, Dresden oder woher die kommen mögen und sind jetzt in so einer Überwachungsfunktion. Da ist doch gar nicht einfach mit umzugehen. Sie wissen ganz genau, dass diese Situation auf Sie zukommen kann, dass Sie schießen müssen. Und die meisten haben ja gebetet, dass Sie nicht müssen, dass Sie gar nicht in diese Situation kommen. Aber Sie haben alle gewusst, dass es kommt. Und mit einmal ist das weg. Mit dem Fall der bedrohlichen Grenze, mit den ersten Lücken in der Mauer, verändert sich alles. Was vorher sichtbare, aber unerreichbare Fremde war, gehört auf einmal zur Heimat, zur erlebbaren Umgebung. Wenn man hier stand, über die Mauer schauen, bis weit ins Fränkische hinein, aber weiter ging es eben nicht. Und man hat immer gedacht und gehofft. Und das war eigentlich mein sehnlichster Wunsch, mal in die nähere Umgebung zu gelangen. Das erste Ziel liegt direkt gegenüber. Rudolfstein oben auf dem Hang. Das war für mich das Wichtigste, erstmal von der anderen Seite meinen Ort kennenzulernen, also wo ich zig Jahre gewohnt habe. Aber noch führt hier keine Brücke über die Saale. Das sind wir das erste Mal, wo in Rudolfstein fest war, übers Wehr gelaufen. Also das ist hier unten das Wehr, mussten wir uns festhalten, dass wir ins Wasser gefallen sind. Wieder nimmt man die alten Wege über den Fluss. Die ersten paar Tage sind wir übers Wehr gekrabbelt. Das war lebensgefährlich, da drüber zu krabbeln und in den Wald hochzusteigen. Das war dann, und da haben wir als ich dann in der Gaststätte so eine Truppe zusammengefunden und haben dann beschlossen, morgen bauen wir eine Brücke. Die Kneipenidee wird am nächsten Tag in die Tat umgesetzt. Es wurde die Breite von der Säule ausgemessen und dann ein paar Bäume aus dem Wald geholt, die von einem Ufer zum anderen reichten. Wie wir die Brücke gebaut haben, ist uns ja dann eingefallen, dass da drüben ja Privatgrundbesitz ist, wo der Weg drüber gehen sollte. Und dann muss man erst mal mit den Leuten sprechen drüben. Die Baubehörden in Ost und West bleiben völlig außen vor. Für die Fußgängerbrücke ist natürlich keine Genehmigung eingetroffen bei uns oder irgendwo anders. Das war eben bis zuletzt ein Schwarzbau. 1994 wird dann die offizielle Brücke zwischen Rudolfstein und Spanberg wieder errichtet. Nach fast 4 Jahrzehnten. Es ist vollbracht. Der höchste und schönste Maibaum aller Zeiten hier in Spanberg hat sich erhoben. Und dieser Maibaum soll das neue Spanberg in der neuen Zeit symbolisieren. Die beiden Orte feiern gemeinsam. Eine Schicksalsgemeinschaft bis heute. Also da kam mir das Kribbeln im Bauch, dachte, wie haben wir das nur eigentlich geschafft? Bewähren muss sich die Gemeinschaft aber immer noch, denn die Probleme einer neuen Zeit bleiben nicht aus. Die Dörfer veröden, in beiden Orten haben die Gaststätten zugemacht. Die Spanberger aber geben nicht auf. Sie setzen auf ihr wichtigstes Kapital, die wunderschöne Landschaft.